Nachbar Ewald und ich wollen zusammen einmal eine Runde fahren. Wir haben uns hier beim Gasthausparkplatz getroffen und jetzt geht's los. Hallo YouTuber und Freunde des motorisierten Zweirades, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ewald ist heute der Tourenguide und ich folge ihm unauffällig. Wie euch bereits aufgefallen ist, sind ein paar schwarze Wolken am Himmel. Aber wir hoffen, dass es trocken bleibt. Es ist heute Sonntag, der 24. Mai 2020 und es hat angenehme 20 Grad. Und das blöde Virus macht uns leider noch das Leben schwer. Aber der Regenschauer hat wenigstens ein wenig der Natur aufatmen lassen. Es ist wieder alles herrlich grün. Ich habe keine Ahnung, wo Ewald hinfährt. Ich lasse mich überraschen. Bis jetzt kenne ich ja die Gegend, da bin ich ja alleine auch schon gefahren. Und diese Straße führt Richtung Süden. Der Ewald gibt mit seiner Vespa ganz schön Gas, aber alles im gesetzlichen Rahmen, das freut mich. Ah, bravo. Also wenn hier auf der Straße ein Zwölfender steht, würde mich das gar nicht überraschen. Falls jemand nicht weiß, was ein Zwölfender ist, das ist ein starker Hirsch. Hm.
Ewald hat mich schon vorgewarnt, dass er schleichfähig fahren wird, was er normal nur mit dem Fahrrad fährt. Und das dürfte so einer sein, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, ob ihr wisst, wie gut ein Wald riechen kann, wenn es vorher geregnet hat. Aber genug gequasselt. Genießt die Natur mit ein wenig Musik.
hier fängt so richtig jetzt das südsteirische Weingebiet an. Links und rechts schon die ersten Weinreben. Viele Buschenschenken haben leider noch geschlossen durch das Virus. Da rechts rein geht's zum Bärengehege. Da kann man die Braunbären von der Nähe betrachten. Auf dem Asphalt sieht man Markierungen. Links Slowenien, rechts Österreich. Die Straße ist genau die Grenze. Endlich hat Ewald was gesehen, was offen hat. Dort fahren wir jetzt hin. Einen Kaffee oder einen Fruchtsaft werden wir uns jetzt gönnen. Ziemlich was los hier, aber kein Thema, die anderen haben wir noch geschlossen. So, Boys und Boysinnen, danke fürs Mitfahren. Ich wünsche euch was, bleibt schön gesund. Wir werden diese Krise auch überstehen. Ich komme wieder.